Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich auf jeden Fall auf ein Problem hinweisen, das für Roxy Games bzw. GTA 6 sein könnte. Das Problem heißt Take-Two. Vielleicht haben einige mitbekommen, dass die GTA-Community bzw. die Roxy Games-Spiele feiern, nicht so gut auf Take-Two Interactive zu sprechen waren. Denn die Fans waren einfach sauer. Und das meiner Meinung nach gerechtfertigt. Deswegen möchte ich mal auf das Problem hinweisen in diesem Video, damit wir in den Kommentaren diesbezüglich diskutieren können. Vorher, abonniere diesen Kanal, falls du keine Informationen mehr zu GTA 6 verpassen willst. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Zudem kannst du mir auf Instagram folgen, dort heiße ich GTA63. Vielen, vielen Dank für euer Support, meine Freunde. Aber kommen wir jetzt ganz schnell mal zu diesem Video hier. Wie gesagt, vielleicht haben einige von euch mitbekommen, dass Take-Two Interactive die RockstarInter.com-Seite schließen möchte. Wohlmöglich deswegen, weil eventuell Leute glauben könnten, dass RockstarInter.com keine Fanseite ist, sondern offizielle Informationen von Roxy Games hat bzw. irgendwie mit Roxy Games zu tun haben könnte. Das ist anscheinend die Begründung, warum Take-Two Interactive RockstarIntel.com schließen möchte. Rockstar Intel hat auf Twitter auch Folgendes geschrieben. Zur Erinnerung, wir sind nicht Rockstar Games, beziehungsweise haben nichts mit Rockstar Games zu tun. Es sieht so aus, als wäre jemand von Take-Two Interactive oder Rockstar Games nicht damit einverstanden. In den kommenden Tagen werden wir unsere Website und unser Profilbild aktualisieren, um das zu verdeutlichen nach 8 Jahren. Und genau das ist damit gemeint, ja? Warum kommt Take-Two Interactive bzw. Rockstar Games auf die Idee, nach 8 Jahren diese Seite irgendwie zu schließen oder anzuschreiben, dass sie das bitte ändern sollen, ja? Nach 8 Jahren, davor war es ja auch kein Problem. Warum ist es jetzt ein Problem? Und ich denke einfach mal, das ist der Grund, und zwar Take-Two Interactive. Und ich denke auch, das ist einer der größten Probleme mit GTA 6. Ich denke, dass Roxy Games schon längst GTA 6 veröffentlicht hätte, wäre Take-Two Interactive nicht an der Macht. Take-Two Interactive hat einfach die Macht über Roxy Games und Roxy Games kann eventuell gar nicht die Entscheidung treffen, wann sie GTA 6 releasen möchten, denn Take-Two geht es nur ums Geld. Und da GTA Online immer noch sehr, sehr viel Geld einbringt, muss Roxy Games GTA Online weiter fortführen, obwohl sie eventuell sogar GTA 6 veröffentlichen möchten. Tesfan hat auch mal gesagt gehabt, dass er Informationen von einigen Mitarbeitern bekommen hat von Roxy Games, die sehr genervt sind wegen GTA Online, dass sie immer noch auf so einer alten Engine weiter Updates bringen müssen. Selbst Roxy Games Mitarbeiter sind anscheinend von GTA Online genervt und wie geht's denn uns, Alter, ja? Nach 8 Jahren, das ist immer und immer dasselbe mit GTA Online. Da hat zum Beispiel jemand geschrieben, dass er denkt, dass Take-Two Interactive endlich mal realisieren soll, dass die Community bzw. die Fans den Hype um ein Spiel oben hält. Und natürlich soll Take-Two Interactive bzw. Roxy Games die Community besser behandeln. Da stimme ich auch definitiv zu, ja. Roxy Games ist sehr, sehr verschlossen. Sie kommunizieren gar nicht mit der Community, antworten auf keine Fragen und machen einfach ihr Ding, was meiner Meinung nach sehr, sehr schade ist. Wenn man mal bedenkt, wie krass der Hype um GTA 6 ist und bis jetzt haben wir einfach null Informationen. Sie können doch wenigstens sagen, es ist in Entwicklung. Natürlich passt das nicht zum Marketing von Rockstar Games, aber wir Fans warten schon die ganze Zeit. Und Take-Two Interactive muss sich langsam mal sicher sein, dass die Fans, die Community das Sagen hat. Wenn wir GTA 6 nicht so hypen würden oder uns Informationen raussuchen würden oder irgendwie recherchieren würden, dann wäre GTA 6 gar nicht so im Hype, wie es momentan eigentlich ist. Und stellt euch mal vor, GTA 6 ist noch gar nicht draußen. Wie wird's aussehen, wenn es draußen ist? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dan Houser deswegen Roxy Games verlassen hat, obwohl er einer der Gründer von Roxy Games war. Er hat sich eventuell mit Take-Two nicht verstanden, hat die Ideen, die Umsetzung, die Take-Two haben wollte, hat er eventuell nicht gefeiert und hat gedacht, Alter, das ist nicht mehr Roxy Games, was ich haben möchte. Ich möchte Spiele raushauen, ich möchte geile Spiele raushauen und möchte nicht die nächsten 15 Jahre an einem Spiel festhalten. Vielleicht hat sogar Dan Houser deswegen Roxy Games verlassen
und deswegen haben wir bis jetzt auch nichts in Bezug auf GTA 6 gehört, weil Rocksteady Games einfach nichts dazu sagen darf. Wenn ich Rocksteady Games wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, von Take-Two Interactive loszukommen, weil im Endeffekt Rocksteady Games schafft es auch allein, die sind erfolgreich genug, die machen genug Geld und GTA lässt sie auf jeden Fall am Leben. Mich würde es definitiv interessieren, ob Take-Two Interactive wirklich etwas mit GTA 6 zu tun hat, dass wir das bis jetzt noch nicht gehört haben, oder ob das die eigene Entscheidung von Rocksteady Games war. Hierbei bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Denkt ihr, Take-Two Interactive verbietet es Rocksteady Games, irgendwas zu GTA 6 zu sagen und bringt nochmal Rocksteady Games dazu, dass sie GTA 5 auf den neuen Konsolen releasen müssen, oder denkt ihr, das war die eigene Entscheidung von Rocksteady Games? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!